Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Follow Me Around vom Turnier, wie ja auch in meinem letzten Video schon angekündigt. Ich wackel total. So, ja, wir haben jetzt 4 Uhr früh, das heißt, es ist noch ziemlich dunkel draußen. Deswegen filmen wir hier mit super geilem Licht. Ich hoffe, man erkennt was. Ja, wir fahren jetzt erstmal zum Stall, gucken, ob das Pony überhaupt wach ist oder ob sie noch schläft und wie auch immer. Eingenäht und fertig gemacht ist alles schon. Das heißt, sie wird schnell eingepackt und dann kann man auch schon losfahren. Ja, das ist ganz gelassen. Sie sieht immer noch aus wie ein Schlund, ein Monster, ein Superman, ein Achter. Oh, schnell die Masala. Aber der Schweif sieht voll schön aus. Der ist voll lockig. Man sieht hier jetzt ab jetzt gar nicht. Ja, gut. Hallo. Also, sieht man überhaupt was? Ja, schwarz. Aber vorne ist das man... Das war? Oh, stimmt. Das war... Kannst du dich mal benehmen? Nein, kannst du nicht mal Musik haben. Komm her. Hallo. Hey. Das ist nicht von uns. Okay, jetzt ist schon voller. Thank you.
Den kann auch gut sein. Ich glaube, der ist noch voll. Ich hoffe. Scheiß, komm mal. Was ist das? Ach so. Nein, nein, ich mach Bock machen. Sehr schön. Oh, schau mal. Nimmst du es auf, Dana? Ja. Ist zufrieden, dass sie nach Hause gekommen ist und war natürlich. Auf der Halle, stell dich schon mal ein fürs Springen. Also dann sag nochmal an, die Reihenfolge. Erklär sie uns. Warte, 7 HB, 100. Sieht nicht so aus, oder? Oder ist das der da hinten? Ich denke, dass das da hinten damit hat. Ich denke, das ist machbar. Abspacken des Pferdes. Wo muss ich denn? Oh, der kann schon. Vergiss nur die Einses. Genau. Linke Hand, rechter Größe, linke Hand, Galopp. 1, 2 mit 4 oder 5. 2, 3. Ne? Dann kommt doch irgendwo eine 4. Der da? 4, 5, 6 mit einem Gang mehr. 7 AB, 8. Was ist? Aber ich dachte, mega nee, gut, jetzt sind die Hirne mehr drin. Ja! Weißt du, das aufmachen und das zulassen? Jetzt weiß mein Pferd dank dir, wie es die Trense auskriegt, ohne die Schnallen aufzumachen. Danke! Deswegen habe ich die Ohren so verbogen. Oh Gott, Annika. Hat er an deinem Kopf rumgezogen, ja? Sei froh, stell dir vor, er hat die falschen Dinge aufgemacht. Ja. Hoffentlich klappt es nicht, weil dann springt sie nochmal. Hä? Warum geht das drauf da? Alter, du Scheißkammer. So, wir reden von Franziska Karl. Wir wünschen uns noch mehr Unterstützung des Pferdes am Sprung, das Tempo
Fahrt zur weiten Ordnung. Sie können ja auch mit dem Plattfuß oder Springsitz finden. Darlene Möller und Annika, Programm Nummer 15 für den Reiterverein Remlingen. Thank you.